Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Car Tycoon bzw. Car Industries. So, wir sind heute mit der Aufgabe 1964 bis 70 Krisenmanagement dran. Wir haben insgesamt gerade Your Company is burdened by current Ions totaling 1,2 Millionen. Das heißt, wir haben 1,2 Millionen Schulden. Wir müssen den Kredit abbezahlen innerhalb von 6 Jahren. So, und wir haben erst gewonnen, wenn wir mit den roten Zahlen raus sind. Und ja, Start. Machen wir mal reinkicken. Kann man was geben. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden. Vielleicht 2 Minuten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Haben wir eine Fabrik? Wir haben eine Fabrik. Wir haben auch ein Dealership. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir sind... Das ist nicht gut. In Jagged and Bakersfield. Bakersfield, so rum. Und das ist Digit oder so. Das ist Ortschaft. Und das einzige Problem ist halt wirklich die Distanz. 1,2 Millionen haben wir. Wir können produzieren. Lupino, Stratoliner oder in Legacy. Jetzt noch die Fun Edition. Ich würde sagen, wir gehen wieder auf Sportwagen. Wenn wir ein vernünftiges... Wenn wir jetzt hier auf den gehen... Das geht schon einigermaßen. Ich weiß aber nicht, was hier gefragt ist an Autos, ne? Das ist ja immer unterschiedlich, was die Leute wollen. So, gucken wir mal im Lupino. Boah. Die ist... Big City Stream Thunder. Ich glaube, wir gehen echt erstmal auf den Lupino. Wobei der mir jetzt teuer wird, ne? Könnten wir schon fast besser die Konstellation nehmen. Kostet der uns 10.000. Ja, 11.000. Lebenslang. Recht. Ja, sieht ziemlich schicker aus. Komm, machen wir den mal auf 30. 35.000. Richtig überzogen. Oder gehen wir den sogar 40? Ich würde sagen, wir machen 40. Zack, 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 zack. Richtig teuer. Richtig teuer, dass das echt extrem ist am Anfang. Müsste ja auch eine gute Rendite haben. Eigentlich sagt man so 20%, ne? 20% von den Ausgaben musste ich dann nachher rentieren, ne? Das wäre dann... Boah. Ja, gut. Wie auch immer. Wir produzieren das Ding mal. Und mal gucken, was passiert. Ich hoffe, wir können überhaupt produzieren, wenn wir Miesen haben. Ich weiß das nicht. Aber sieht gut aus. Das wird mal auch schnell laufen. Bei welcher Bank haben wir denn Cash? Der Virtual Dealership. Wir haben sogar eine Garage. Das ist schon mal gut. Credits haben wir gar keinen. Ja gut, müssen wir mal gucken. Ja, das Problem ist auch, dass wir wirklich von der... Hier natürlich auch sehr bescheiden. Geben dem jetzt immer 10% Rabatt. Aber scheinbar will keiner Sportwagen kaufen. Das ist natürlich suboptimal. So. Promotion. Kann ich hier sagen, ich will Werbung machen? Ne? Doch, geht. Ich kann mich noch weiter verschulden. Das ist schon mal gut. Gucken. Aber ich kaufe keine Menschenseele will Sportwagen. Keine Menschenseele will meinen Sportwagen. Einer. Ein einziger wollte... Na komm, wir gehen mal hier 20% drauf. Haben wir jetzt Chancen da drauf?
die loszuwerden. 20% Rabatt. Nein, haben wir nicht. Wir werden das Zeug nicht los. Das ist schon super. Das ist hervorragend. So, der Blaue holt uns, überholt uns jetzt gerade. Wo sind die? Hier ist eine blaue Fabrik und da haben wir auch blaue Autos. Die kaufen auch... Der baut auch Sportwagen. Was soll das denn? Der Blaue produziert ebenfalls Sportwagen. Hat er noch eine andere Fabrik? Nö. Der macht Sportwagen und macht damit ein dickes Geschäft. Das ist natürlich suboptimal. Jetzt müsste man natürlich rauskriegen, was kosten die von dem, was kosten unsere. Wenn wir die gleichen Wagen haben. Ne, wir haben andere. Warte mal, wenn wir jetzt in die Entwicklung gehen, ne? Car Buddy, Sportwagen, haben wir gar keinen freigeschaltet. Das ist natürlich hervorragend, so eine Voraussetzung. Und die bauen ein schickes Cabrio. Okay. Aber der Blau, der ist halt echt ein Problem. Der macht schicke Sportwagen. Wir bauen keine Sportwagen. Also wir bauen auch Sportwagen, aber nicht gute. Ha. Das ist echt bitter. Also das ist wirklich bitter. Gehen wir auf 30% runter. 30% Rabatt. Wir müssen die Dinger irgendwie loswerden. Was kostet denn das Ding von dem? Die laufen nicht vernünftig an. Ne. Werden die Karren also nicht effektiv los? Keine Chance. Gut. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt gleich ein Jahr rum. Autos laufen nicht an. Wir switchen um. Distribution. Abverkauf. Abverkauf. Neues Auto. Lupino. Fanda. Ja, Fanda ist, glaube ich, gut. Kriegt der City Stream rein. Und die Fun Edition. Und den auf 20. So, ich sag der Lupino, der würde jetzt... Ich hoffe, der springt drauf an, ey. So, Switch Production, Distribution. So. Wir wechseln mal mir hin. Wir werden die Karren nicht mal ansatzweise los, ne? So, ein bisschen. Wir verkaufen sie echt bescheiden. Will keiner haben. Das ist jetzt echt bitter. Also, wirklich bitter. Dann müssen wir gleich mal echt ein anderes Auto bauen. Und hoffen, dass es mit dem Lupino jetzt gleich besser wird. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Das wollen wir machen, ne? Wenn das Ding nicht gefragt ist, ist es nicht gefragt. Aber unsere Hauptaufgabe ist es ja auch eigentlich nur aus den Schulden zu kommen, ne? Das sind jetzt... 10 Autos auf 30.000, sind wir schon mal bei 300.000. Richtig, richtig. Sind wir schon mal bei... Haben wir die Hälfte schon mal weg.
habe ich... Boah. Sind wir jetzt raus? Ich glaube, ja. Wir haben nicht verloren, obwohl wir in den Miesen rübergegangen sind. Okay, gut zu wissen. Normalerweise kann man die Schulden ja nicht mit übernehmen. Oh, wir kommen. Wir kommen. Wir kommen langsam hoch. So, direkt hier. Den Lupino raushauen. Zack. Ja, machen wir wieder auf 10, na? So, wir sind einmal ein direkter Konkurrent mit den Sportwagen. So, Total Sales, 40 Stück über ein ganzes Jahr, das ist nichts. Ja, waren wir schon deutlich besser in der Vergangenheit. Also, muss man ehrlich sagen. Die jetzt eigentlich am Bauen. Die sind wir am Bauen, ja. Wir müssten also gleich auch kommen. Unsere Lupinos, da sind sie. Gehen die weg. Oder will die auch keiner haben? Dann sagen wir natürlich Liveband. Fick. Ne. Model Show, genau so rum. 6 Monate. Zack, 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 neues Auto am Start. Lupino verkauft sich schon mal deutlich besser als der andere. Das muss man eben ganz klar so sehen und so lassen, ne? Ist aber auch kein ideales Auto. Aber wir kriegen den auch gar nicht mehr abverkauft anscheinend. So. Würde ich natürlich gerne ideal verkauft sich der Kram aber trotzdem nicht, ne? Production, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Kram, den Legacy, den haben wir, den Stratoliner könnten wir noch entwickeln mit dem Thunder. Warte mal, was haben wir denn da? Da kriege ich den rein. Fun Edition. Und auch die Fun Edition, den setzen wir mal auf 30. Vielleicht werden wir den ja los. So, setzen wir mal auf 30.000. Zack. Distribution. So. Na, komm, ich möchte eigentlich die Produktion umswitchen. Natürlich ein bisschen zu optimal. Da jetzt angeschrieben. Keine Ahnung. Vor allen Dingen kann ich den ersten Pack. Ich kann ihn nicht absetzen. Das ist jetzt das nächste. Ich hätte gerne ein neues Auto und ich werde den jetzt nicht los hier. Da sind wir auch schon pleite. Wunderbar. Also gut, haben wir das schon mal. Mit dem Sportwagen werden wir nichts. Ja, ist natürlich ein bisschen mies. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt nochmal eben. Wenn das Spiel nicht komplett abschmiert, ja. 67 Autos, das ist gar nichts, ne? Ja, eben. So, neues Spiel. Wir probieren das nochmal. Krisenmanagement. Sollen wir erst den Lupino bauen oder erst den anderen? Was sagt ihr jetzt? So. Wir probieren jetzt erstmal ein neues Auto. Den Legacy bringt ja nichts. So, Lupino. Zack, Thunder. City Stream. Ja, nehmen wir die Homeline. Hauen den mal auf 22 oder 25.000 raus. Muss jetzt natürlich ganz schnell gehen. So, fertig. Distribution, gib ihm. Erstmal produzieren. Start Production, Distribution. So, zack, 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 voll. 30 Autos erstmal bauen. So.
Dann ist das. Dann können wir hier schon mal anfangen. Oh, hier schon mal 10% drauf, überall. Also, ja, 10 ist für den Anfang immer gut. 10% Rabatt, Einfuhrpreis. PR können wir natürlich auch. Start-Promotion, sobald der erste da ist. Da kann man eigentlich jetzt schon. So. Zack. Zack. Jetzt müssen wir ganz schnell halt von den Schulden runterkommen. PR läuft. Was kosten hier 220.000? 30 sind wir bei 600.000, wenn wir 6, wenn wir alle loswerden. So, das Problem ist, wir werden anscheinend wieder nichts los. Läuft nicht an. We sell more cars than the competition does. Ja, freut mich, wir haben 2 Autos verkauft. 3. Sieht man ja hier unten. Also, so ideal läuft es noch nicht. So, Lager ist gleich voll. Ist natürlich dann wieder totliegendes Kapital, muss man ja auch mal so sehen, ne, ist klar. Aber. Und wir entwickeln schon mal direkt das nächste. Das wäre dann der Stratoliner mit dem Thunder. Der Fun Edition für, ich sag mal, 30.000, komm. Ist der auch schon mal am Start. Und wir gucken noch mal, was dann oben alles ist. Mein Gott. So, Alpino. Und wir sagen jetzt mal hinten, die möchte ich abverkaufen. Ideal springen die auch nicht an. So, was wir machen, könnten wir jetzt mal alles abverkaufen lassen. Wo sind wir die eigentlich noch nach? Ja, machen wir. Und wir switchen die Produktion schon mal. Natürlich mit einer guten Werbekampagne. Hm. Ist doch doof. So, da sind wir echt gerade unterbrochen worden. Danke, liebe Mama. Kommt halt mal vor. So, wir wollten die Karren irgendwie loswerden, ne? Irgendwas war damit. Ist jetzt schon wieder eine Stunde her, dass ich hier reingeguckt habe. Aber gut. Aber Lupino. Und den möchte ich dann nachbauen, ne? Und verkaufen. Also eigentlich haben wir ja nur 3 Varianten. Also entweder die, die wir gerade gemacht haben, die hier oder den anderen Wagen. Hm. Oder habe ich noch irgendwie was anderes? Warte mal, wir haben doch noch eine Garage, ne? Wenn wir die Garage nehmen, können wir natürlich hier auch einen Service anbieten, ne? Zack. Können wir mit einkalkulieren. Mixcar Truck Small Cars 24. Hm. Kann natürlich auch schon mal reißen. Einfach so weggebrochen. Habt ihr das gesehen? November.
Die ist hier doch ein bisschen am Buggen, oder? Kann doch nicht. Show Informations Market Competition. Kann auch ich mal alles anzeigen, ja, Mann. Company, Competition, Economy, Cities, alles, alles aber reinkriegen. So. Können wir jetzt endlich dieses Auto da reinsetzen? Ich werde nicht los. Ich werde diesen Hobel nicht los. 36 aus. Da waren wir vorhin schon mal besser. In der vorigen Runde besser dran. Ah. Ist natürlich bitter. Jetzt macht den Lupino noch frei, damit wir das andere Auto da hinsetzen können. Komm. Schnell fertig werden. Ich krieg die Hobel nicht. Fährt sie nicht los. Kauft keine Sau. Kauft kein Mensch. So. So, die sind aber immer noch bei 10% Rabatt, ne? Sehr gut. So, wo ist unsere komische Fabrik? Oh, laufen die Dinger jetzt hier an oder nicht? Das ist jetzt die nächste Frage. Haben wir jetzt wenigstens ein Auto, das wir alle haben wollen? Ach so, jetzt können wir da nicht reinfahren. Das ist natürlich suboptimal. Das ist jetzt natürlich richtig bitter. Und das ist jetzt echt bitter. Ich hoffe, das kriegt er dann irgendwie hin, dass er da irgendwie mal reinfährt. Aber zu despawnen, die auch, wenn man sieht. Das ist jetzt natürlich echt mies. Ist hier noch automatisch drin? Nö. Das ist natürlich echt bitter. Verkaufen sie aber. Das geht schon mal. So ein bisschen zumindest. So. Also theoretisch könnte man neu starten und von vornherein diesen Wagen bauen. Ich glaube, damit machen wir den besseren Deal. Nur auf 20%. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also richtig anlaufen tun die alle nicht, von vornherein nicht. So. Also richtig anlaufen tun die alle nicht.
Aber gut, was will man machen, ne? Und jetzt setzen wir auch mal auf 20%. So. So, was wir machen könnten, wäre jetzt wirklich hier effektiv abverkaufen. The demand for cars has gone up. Das hat keinen Sinn. Wird die Karren alle nicht los. Das ist halt wirklich so ein ernstzunehmendes, dickes Problem. Wie ist denn, wie groß ist denn unsere Stadt? Wir sind ein Dachnet oder Daggett. Wir könnten. Wir probieren das mal anders aus. So, erstmal kriegst du hier natürlich wieder eine. Den Magic Mike rein. Na, Star Promotion. So. Und jetzt gehen wir mal ins Rathaus. Und zwar nicht. Nicht Daggett, sondern der andere. Und da hauen wir rein. Wir möchten auf jeden Fall so ein Ding kaufen. Wir möchten so ein Ding kaufen. Wir haben nicht die Kohle dafür. Ist richtig. So, das heißt, wir brauchen eine Bank. Bank, Bank, Bank. 4% ist eigentlich nichts, ne? Dann machen wir mal 9 Millionen, 4%. Komm. Single Contact. So, das ist das eine. Dann brauchen wir noch. So. Entwicklung. Wir haben jetzt. Ein Quartett. Astrona. Wir brauchen wirklich ein vernünftiges Auto, ne? Also, ich würde sagen, wir gehen als nächstes auf den Enterprise und Development 4. Ne? Damit kostet der uns 500.000. Enterprise Interior. Goldin. Einen passenden Motor, das wäre dann der Twister. Dicker, der verschluckt weniger. So, fertig. Und noch ein paar schönes Fahrwerk. So, damit haben wir dann ein neues Auto am Start. In ziemlich genau einem Jahr. Und den werden wir hoffentlich dann los. Das hat einen. Dann brauchen wir noch eine Fabrik da oben. Ich weiß nicht, sind wir vorher schon bankrott? Wir leben noch, wir leben noch. Könnte also was geben. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da wirklich das, was wir brauchen. Problem an der Sache ist halt wirklich, wir haben keine Kredite am Start. Boss, we aren't offering enough models. Ja, ich weiß, Liebelein. Ich weiß. Aber wie viel haben wir denn hier noch? Wir haben noch alles voll auf Lager. Das ist halt das Problem. Die Kisten laufen nicht so an, wie ich das haben will. Ist halt die Frage auch, welche Autos hier überhaupt gefragt sind, ne? Und ich kann auch nicht sehen, was die Jungs hier verkaufen. Das ist auch so eine Sache. The sales figures for our small cars are not very good. Ja, ich weiß. So. Was haben wir denn noch? Wir könnten natürlich noch eine Spielaufgang. Ja, Spiel hat sich aufgehangen. Ah, ist wieder am Start. Wunderbar. Wir könnten natürlich gucken, wir haben natürlich noch die Banks. Wir könnten TV Advertising. One month. Na, ich will das länger haben.
Jetzt hilft nur noch Fernsehwerbung. Nochmal. So, Kontakt. Fertig. Haben wir. So bescheiden haben wir schon lange nicht mehr abgeschnitten. Na, muss man ja mal ehrlich sagen. Megan Offer. Ich habe auch kein Auto. Vans wollen sie haben. Wir haben aber auch das Problem. Unsere Garage ist hier oben, ne? Also da, wo wir uns jetzt aufhalten. Da ist die Garage. Und unsere Fabrik ist hier hinten. Unser Verkauf ist hier. Also die Aufteilung eigentlich gut. Für das, was wir machen, aber echt bescheiden. So. So. Was haben die denn hier? Das meistens Vans. Das wird verkauft. Ah. Also das sind wir mit den Luxuskisten, die einzigen bisher. Was sagt die andere Stadt? We sell more cars than the competition does. Und hier haben wir auch, also wir sind eigentlich die mit den meisten Autos, ne? Die gerade rumfahren. Wir sind in der direkten Konkurrenz zu dem Gelben. Die haben alle drei Autos schon auf dem Markt, wie nur eins. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. So, wir können auch mal hier gucken. Boss, our company is losing money. Eine Fabrik. Da haben wir schon mal eine zweite Fabrik, das ist schon mal gut, wenn wir die jetzt auch kriegen für das kleine Geld, wäre natürlich, wenn wir nicht für das kleine Geld bekommen. Läuft bei uns. Ja. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Aber ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir können jetzt zwei Autos. No Factory, ja, ist okay. Wir brauchen aber noch einmal eben das Rathaus. We sell more cars than the competition so. Brauchen die auf jeden Fall. Fabriken brauchen wir noch theoretisch eine, aber da haben wir jetzt gerade nicht das Geld für. Also das heißt, wir Distribution, wunderbar, der ist abverkauft. Das heißt, wir können hier ein neues nicht den New Car, nein, New Car. Den Legacy 2, den Enterprise 2, den haben wir jetzt, ne? Haben wir jetzt alles, was ich haben wollte? Twister, ja. Lifelong. Cities. Large Dealership, den brauchen wir immer. So. Jetzt haben wir zumindest den schon mal. Das ist auch gut. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was entwickeln wir denn gerade? Wir entwickeln noch. Na, unter dieses Auto, was entwickeln wir denn dafür? Interior ist fertig. Hatte ich da nicht alles entwickelt gerade? Hm. Das ist natürlich mies. Ja doch, wir hatten irgendein Gold. Also wir hatten auf jeden Fall die Goldline kombiniert mit dem. Da kommt die Goldline rein. Na genau. Dann kommt hier der Twister. Der Bedarf an Automobilen ist gesunken. Genau. So, den hauen wir mal auf 35.000 an. Kann ruhig teuer sein. So, zack, zack, zack. Wir vertreiben den hier und hier. Und so, das ist die eine. Die andere Werkstatt, die vertreibt natürlich den noch. So. So, jetzt gehen wir natürlich mal eben zu unseren Vertriebspartnern. Und die können natürlich jetzt PR machen. Nein. Und auch hier Promo.
Star Promo. Ja, ist ja egal. So, der haut 20% drauf, der auch. Ich 20, 10% drauf. 10%. So. Enterprise, den wäre ich da oben auch nicht los, ne? Also, wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt gleich richtig endgültig bankrott. Das ist natürlich echt suboptimal. Der hier kann noch zwischen den Switch Production, Distribution da. Boss, our company is losing money. So, und wir sind schon wieder bankrott, ne? Also, was denn jetzt? Beides. Ein anderer hat das Ziel erreicht und wir haben es verloren. Okay, also nochmal. Null. Absolut null. Versuchen es noch einmal in der Folge heute. Reason Management. So, also nochmal. Wir haben jetzt das Problem, wir sind da, wir haben effektiv kein Auto, das wir an den Mann bringen können. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir machen sollen. Autos sind nicht gefragt. Puh, das ist jetzt echt eine dumme. Ich habe keinen blassen Schimmer. Keinen blassen Schimmer. Was können wir jetzt machen? Wir haben ein neues Auto entwickelt, sind damit baden gegangen. Wir sind mit dem Gedöns baden gegangen. Ich habe nur eine Idee. Wir wissen, der Blaue geht nachher hoch im Preis, ne? So, das heißt, wenn wir jetzt hier Aktien von dem Blauen kaufen, Advertising, nein, das war das nicht. Wo war das denn nochmal? War das hier drunter? Nee. Nein, hier drunter war das auch nicht. Ad. Hier drunter. Ach, die kann ich gar nicht kaufen. Was wir machen könnten. So, ich sag mal so. Ich probiere mal das aus. Das ist so absurd. Das könnte funktionieren. Wir nehmen eine Bank. Wir haben ja Januar, ne? Bank. Ja, den jetzt nicht. Bank. Und zwar nicht die. Nein, wir nehmen. Ist doof. Die macht aber schon mal 16 Millionen Kredit. So, da haben wir 5% drauf, ne? So, 15 Millionen. So, zack. Das heißt, das war Bank 2. Welche ist das denn? Cashflow Bank, Low Moon Flank, Maximum Ads. Wir haben drei Banken. Was wäre die erste, ne? Bank 2. Dann haben wir noch 1, 2, 3. Ja, okay. Eine von denen geht auf jeden Fall gleich hoch. So. Cashflow, Dolagen Bank. Ich weiß natürlich nicht, wie welche jetzt hier von denen welche ist, ne? Drestel Sektor Bank, Low Moon.
Vor. Warte mal. La Moonbank. Kann ich hier was reinschreiben? Nee. So, wir machen jetzt anders. Wir kaufen jetzt mal einfach alles, was wir kaufen können. Von der einen Cashflow-Bank. Ist nämlich die billigste gerade deswegen. Dumm. Kann sich ja nur um Jahre an, bis wir alle haben, ne? So, jetzt haben wir die gleich aufgekauft, richtig? Richtig. Mal gucken, wir haben die Cashflow Bank komplett. So, was ist denn die Cashflow Bank? Die Cashflow Bank ist ja die billigste, wird also auch die... brauchen wir nicht... die hier wahrscheinlich sein. Bank 1. So. Könnte aber auch die sein. Bank 4. Wir haben 4 Banken, da sind 3. Hm. Jetzt ist halt die Frage, welche ist welche? So, wir haben das, das, das. Müssen wir natürlich mal gucken, welche Kredite haben wir denn noch offen? Credits used. Also 13 Millionen, monthly payment, remain 10 months. So, wir machen jetzt mal hier. Also, dann bin ich direkt pleite. Okay, wenn ich den dann abgebe, bin ich direkt K.O. Haben wir das auch gelernt? Wissen wir halt schon mal. Krisenmanagement. Pay them off within the next year. The successful completed this task. Your company is out of the red and you own the entire company. Also Versuch Nummer 33. So, wir gehen jetzt erstmal hier. So, der kann schon mal. Zack, zack, zack. Dann müssen wir natürlich gucken, ob wir ein Auto vertreiben. Das war ja hier drunter. Den nicht, sondern Distribution. Also mit dem Stratoliner könnten wir ein bisschen reisen. So, Cities. Und den Fun. Mhm. Wir schieben den natürlich auf 1000 mehr. Start Production. Und lassen den erstmal hier befördern. So. So, wollen wir jetzt die großen Customers?
Das kann ja noch was geben. Und wir bauen auf jeden Fall jetzt unsere Autos. Die Model Show. So, wie heißt das Ding? Fabrik, ne? Neues Auto. Wir können natürlich den Legacy mit dem Neo machen, aber könnte diesmal wirklich besser werden. Die Fun Edition. Sagen wir auch mal, den haben wir auch nochmal für 30.000 mit rein. Sagen in dem Fall Distribution. An unserem Flagship Store hier oben, ne? Da wird die Sache jetzt wirklich schnell wieder loswerden. Aber es klappt einigermaßen. Die werden zumindest jetzt. Die sind ein bisschen gefragter. Hier unten gibt es sogar 20%. Komm. Wir könnten natürlich auch sagen, wir ziehen auf die 20 drauf. Und die sogar 30. Damit wir die Lagerbestände ein bisschen rauskriegen. So. Ja, irgendwie klappt das nicht so ideal, wie ich mir das vorstelle. So. Hier können wir schon mal nachproduzieren. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Interessant ist, dass die oberen verkaufen, obwohl unten die höheren Rabatte draus sind. So. Also ich verstehe es nicht. Unten sind wirklich mehr. Die können wir schon mal umswitchen. Jetzt so langsam hier fertig werden. Komm. Das kann doch nicht. Wir haben gleich Oktober. Ich meine, diesmal schießen die. Jetzt geht das los. Jetzt ist grün nur ganz oben, der Rest weg. Ja, ist klar. Hat also auch mal so ein bisschen Glück mit bei, ne?
wirtschaftliches Debakel gerade, aber wirklich so richtig. Einzig Gutes, wenn die Produktion umgeswitcht. Wir können hier natürlich nochmal eine Prä... Next. 30 Autos haben wir. Wir hauen hier nochmal einen Gambling Day rein. Zack, zack, zack. 6 Monate. So. Und der geht natürlich wieder hoch auf 10%. So. Und wenn wir den Plunder eh nicht loswerden, ne, dann bringt das ja auch nicht. Einziges Problem ist halt, dass wir die wirklich unten am anderen Ende der Stadt produzieren. Und ja. Schön, dass ihr meine Kommentarrolle mitlesen könnt. Das ist so eine Sache, die ich an Windows richtig hasse. Hat mir so automatisch schon angezeigt. Ich könnte natürlich auch mal zur Fabrik rübergehen. Das wäre dann... Eigentlich ist das... Wenn das die Fabrik ist. Warum schickt er mich dann zum Dealership hin? Das ist meine Fabrik. So. Das heißt, wir könnten jetzt die Produktion wieder auf den Stratoliner umsetzen. Und sagen, wir wollen die Distribution hiervon fertig haben. So, und dann können wir hier den Thunder, City Stream und die Homeline. Jetzt sind noch 20 oder was. So. Switch Production und dann setzen wir den hier rein. Und dann müssen wir nur mal wechseln. Kommen gleich nochmal zwei Sportwagen rein. Wenn wir hier die 10 Dinger gebaut haben, ne? Also quasi jetzt. Jetzt hat er die Aufgabe, dass er den Sportwagen baut. Das sind 2, 3 Dinger. Oder 4. Promo läuft. Den da. So. Und da alles wieder nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, gehen wir jetzt mal auf Ads. Sagen Ad Agentur hier, ne, hier nicht Billboard, sondern wir brauchen Fernsehwerbung. Das heißt nicht die Werbeagentur, sondern ja, das ist mir egal. Da haben wir noch mal ein Advertising im Hintergrund. Radio ist egal. Print, print, print. Nein, die ist auch mal gut. So, zack. Wir gehen aber. Und jetzt auch schon wieder pleite. Ey, das ist doch doof. Wir können doch mal einen Anlauf machen wir noch heute. Diesen Management. Ich glaube, Versuch Nummer 4 ist das jetzt. So, was machen wir jetzt? Also, wir machen mal eben schnell auf Pause. Wir gehen jetzt mal eben direkt zu unserer Fabrik. Was kann man denn gut verkaufen? New Car.
City Stream. Homeline. Homeline. Sitzen den noch was. Ja, können wir so lassen. Lupino. Distribution hier hinten. Fertig. Also erstmal produzieren, ne? So, damit haben wir den. Gehen direkt auf Werbekampagnen. TV-Advertising, zack. Richtig teuer. So, jetzt haben wir den schon mal. Dann haben wir noch eine andere Ad-Agentur. Nein. Dann haben wir hier noch eine. Okay, wir haben nur die beiden. Echt jetzt? Wir haben drei. Wir haben mehrere. Okay. Und noch den noch. Sign the contact. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt ist das Spiel wieder halt abgeschmiert. So. Fertig. Also Werbung ist am Start. Mit dem Outstand. So. Den gibt es dann halt auch direkt im Angebot. So. Dann bauen wir jetzt mal 10 von denen. 1. Mal 4, 5, 10%. 10%. So, wo ist unsere Fabrik? Die baut noch fleißig Autos. Ne, tut sie jetzt nicht. Das heißt, wir wechseln jetzt für die Produktion. Dann da sind, dann können wir da wechseln. So. Und dann können wir nochmal ein neues Auto schaffen. Den Legacy, sagte ich, na genau, der kriegt auf den Neo rein. Lifelong. Fun Edition, zack. Switch Production, Distribution. Wunderbar. Kriegt da auch 10% rein. So. Mehr müssen wir nicht machen. Jetzt muss es eigentlich nur warten und bangen und hoffen, dass wir mal ein bisschen Geld machen. Rennt der jetzt gut, ne? Das muss man mal so sehen. Das heißt, wir können hier nochmal eine. Holen wir uns den Magic Mike mal ran. Legacy bauen wir nicht. Wir bauen erstmal Stratoliner. Jetzt können wir Legacy bauen. Das sind drei, die wir brauchen, ne? 1, 2, 3. Vielleicht noch ein paar mehr.
So. Ja. Läuft doch bei uns. Man hat Geld nicht, aber alles andere. So. Weil mehr können wir nicht machen, ne? Wir haben jetzt Werbung geschaltet. Und dann war's das. Wenn ich jetzt wieder nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, okay, das war jetzt irgendwie dämlich, den umzuswitchen. Aber gut. Können wir wieder hier drauf umsteigen. So, jetzt kommt der Blaue wieder. Was macht der Blaue besser als wir? Er verkauft die billiger. So, komm, wir machen mal 25%. 30. Auf alles, ey, komm. So. Bist du irgendwie jetzt billiger, schnelle, schöne Autos verkauft kriegen? Und irgendwie werde ich hier nichts los. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen kommen sie auch nicht auf den grünen Nenner, ne? Chassis Interieur. Warte mal, wir könnten aber gucken. Das ist bespitzeln, das ist Sabotage. Shutdown Production. Das kostet uns eine 500.000, ne? Den blauen. So, zack. Wir müssen mal gucken, was haben wir noch so für Möglichkeiten? 60, 80, der kostet 95.000. Mal dem auch noch mal kommen. Wir müssen alles fertig machen von dem Blauen. Switch Production. Wo ist denn der Blaue? Der Blaue sitzt hier. Er produziert nicht mehr. Das ist schon mal gut. Nicht so wie bei uns, ne? Also gut, wir produzieren auch nicht mehr. Aber gut.
glaube, da war gleich Leute. Und hat hier nichts mit uns auf sich. Wir müssen eine andere Taktik fahren. So, der sitzt da. Hat er noch was Blaues? Nee, ne? Da haben wir eine grüne Fabrik. Was ist eigentlich der Gelbe? Das ist eigentlich der gelbe Kollege. Hier oben hat er schon mal zwei Sachen, ja. Nix los. Kann natürlich nochmal eine PR reinhauen. Weil hat hier keinen Sinn. Wir können dann nochmal probieren. Jetzt sind wir eben da raus. Jetzt gleich hat er uns und dann wartet. Wir können aber mal eben gucken, was sagt denn jetzt der Aktienmarkt? Macht mir kein Fenster offen davon. Das ist ja der Witz auch 10, ne? Aber wir können aber mal einfach mal eben gucken, bevor wir jetzt hier komplett bankrott sind. City Hall. Was haben wir denn jetzt verkauft? Wir haben 21 von denen, das sind 11 davon, 11 davon. Der geht auf Rathaus 1. Was verkauft sie am meisten? Das sind wirklich Lieferwagen, ne? Bei Rathaus 2, was habt ihr hier verkauft? Kleinen Nuckelpin so ein bisschen. Ach, Durchschnittspreis steht dran, ne? Das ist das, ne? Durchschnittspreis. Durchschnittspreis steht auch noch mit dabei. Genau. So, die liegen bei 17.000 von uns, ne? 17.320. 15.000 haben die den Van drin. Die Kiste liegt bei 12.000 oder so. So, warte mal, das heißt, was kostet der denn bei uns? 12.632. Da sind sie noch ein bisschen drüber. Ne, ziehen wir den Kurs runter. Das heißt, der blaue, der ist hierbei, ne? Das heißt, wir müssten einen Van machen. Einen Lieferwagen. In der nächsten Runde. Okay, probieren wir mal aus. Was kostet der Stratoliner? Der liegt bei 25.000. Ne, 17.320. Sind wir die einzigen, die das Ding verkaufen? Gibt es 3 Rad hier rumfahren? Mehr sind noch nicht verkauft worden. Super Auto. So, dann haben wir. Puh, das ist aber echt mies. Durchschnittspreis für den Lupino, sagte ich, ist 12, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt hier auf unsere Fabrik. Wir sind schon wieder pleite. Ja gut, Leute. Wir machen hier nochmal einen Cut rein.